Wie kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. Kodiere deine DNA. Definiere deine genetische Struktur. Wähle eine genetische Widerstandskraft. Wähle deinen Fellstil. Bestimme deine Hauptfarbe. Wähle deine Detailfarbe. Wähle eine Klasse. Kommando. Psi-Freak. Saboteur. Wächter. Scharfschütze. Kommando. Kommando gewählt. Klingt gut. Hier ist jemand mit einer schwierigen Vergangenheit, im Zentrum einer laufenden Geschichte stehend. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören. Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl, dem Abbild deines Ki. Der Urenergie, die alles durchfließt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin deine dunkle Seite, deine innere Stimme, um genau zu sein, ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Nicht zu fassen, dass du dieses Ding mir vorziehst. Aber ich warte hier auf dich, falls du es dir anders überlegst. Dieses Ding? Ich bin direkt hier. Darf ich dich daran erinnern, dass wir zwei Hälften derselben Sache sind? Ich bin lediglich die bessere. Bessere Hälfte?
Mein Weg ist besser und heller. Durch Licht kann man das beste Ergebnis leichter sehen. Das beste Ende ist das, bei dem du entscheidest. Und darauf scheint es bereits hinauszulaufen. Manchmal kann wohl auch links das Rechte sein. Geschichten von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung, dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Lauf lieber weg. Dies ist weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Dieses Mal war es am besten, wegzulaufen und den Kampf an einem anderen Tag auszufechten. Hoffentlich bist du bereit, wenn dieser Tag kommt. Der Räuber ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren und der Baum des Lebens begann zu sterben. Harter Schnitt. Niedergerettet. Thank you.
Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung anpassen. Die Evolution fand ihren eigenen Weg. Praktisch.
Schau mal, ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Wow! Höchste Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt? Ich mein's ernst. Die Morgs erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Klumpen auf zellularer Ebene die kodogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen. Zwischen die Augen. Voll ins Schwarze. Bangarang. Alles im Griff? Um sich selbst vor dem drohenden Untergang zu retten, baute Toxanol sogenannte Archen. Aber war es bereits zu spät? Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die, die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Thank you.
Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war. Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Vielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. Geräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Na bitte. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Blitzohr! Du hast ein gutes Auge. Das war der letzte. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Er stellt sich als steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist. Doch noch gibt er nicht auf. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht,
warst du noch ein Kindling. Tohuai, Kutuvun, Kokumwunkunu. Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls. Und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Lomatoha. Die Legende des ausgestoßenen, einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen. Eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Fabube, Muk, Kofar. Daran, dass Lupalupin dich nach dem Überfall aufs alte Dorf aus irgendeinem Grund am Leben ließ. Sicher hatte er einen Grund dafür, doch welchen? Tolu, Keta, ja, Wawanwe, Momombusu? Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupalupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Ja, Sawota Mua. Ja, Jumaua. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar dafür. Aya Muaya. Waikatawa. Yuba Dulluwa. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Ja, Jumaua. Das bevorstehende Unheil durch die Weltenfresser, die drohen, den Baum des Lebens zu fällen, war nie größer. Und der Yagni-Stamm bereitet ihm ebenfalls Sorgen, denn dieser will die Welt säubern und ihren Untergang herbeiführen. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Klingt, als denke er, das stimmt nicht, auch wenn dein Herz sich verfinstert. Nichts ist so stark wie die Liebe einer Mamu. Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen, die Kartoffelköpfe. Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Magie? Er meint, das sei bloß die Kraft des Lebens. Eine Energie, die alles Leben antreibt und miteinander verbindet. So wie die Nono. Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Du hast einen entdeckt.
Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden. Das wird die Zeit zeigen. Jedenfalls möchte er dem sein Leben widmen. Er ahnt, dass das Schicksal der Welt davon abhängt. Der Baum muss lange Zeit genährt werden. Nur wenn die Nono ihr Ki explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein Starker werden. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Er ist beeindruckt. Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensei-Baumes geleitet werden müssen. Sie verbergen sich im Glitzergras, das tief in den nassen Höhlen wächst, wo sie sich von Gesteinsmineralien ernähren. Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensei zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Er hat dich für eine Weile verloren.
Doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Die genetische Evolution nach der Apokalypse, die durch die Toxanol Corporation herbeigeführt wurde, führte zu einer explosiven Mutation der Weltenfresser-DNA. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Viz repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Er meint, Namen besitzen Macht. Um sie zu schwächen, gab er ihnen diesen Namen. Für ihn ist besonders Pummelschnauber sehr persönlich, da ihm diese fleischfressende Bestie das Bein genommen hat. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast.